Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titanlords. Wenn man ständig auf der Flucht ist, kann man keine Prunkbauten erwarten. Jetzt labern wir die ganze Zeit dazwischen hier. Ja, ich habe ja den Spielstand nochmal neu geladen. Boah, komm, halt die Fresse da oben. Ja, ich habe ja nochmal den Spielstand neu geladen, da ich ja die Quest mit dem Bergkristall nicht abschließen konnte. Weil die irgendwie, naja, ich habe die vorher abgegeben, bevor sie gezählt wurden. Allerdings habe ich da jetzt nicht wirklich was bei gewonnen, dass ich die Quest gemacht habe. Es gab nur lediglich ein bisschen Geld. Ich habe das bei den Magiern abgegeben auf Taranis. Und hat sich also irgendwie nicht gelohnt. Dafür habe ich dann, ja, anderthalb Stunden nochmal spielen müssen. Aber was soll's. Abgeschlossen ist abgeschlossen. So, ich habe jetzt auch gleich mal bei den Piraten auf Kila habe ich mal angeklopft auf dem Schiff und habe dort natürlich jetzt auch noch das Schiff von denen ja zum Kampf in meiner Flotte aufnehmen können. Und man sieht jetzt hier, ich habe insgesamt 5 Schiffe. Und jetzt bin ich gerade hier auf Antigua und möchte gerne mal mit dem Admiral Alvarez sprechen. Mal gucken, was er so zu sagen hat, ob die Schiffe jetzt ausreichen, um den Kampf gegen den Piraten, gegen den Geisterkapitän aufzunehmen, Crow. Ich höre in letzter Zeit viel Gutes über dich. Du seist ein guter Kerl, sagt man sich. Nur weiter so. Und die Menschheit darf wieder hoffen. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Captain Morgans Schiff liegt im Hafen vor Anker. Und die Mannschaft? Die kämpft ab jetzt für uns. Großartig. Das hast du gut gemacht, mein Junge. Tja, es sind jetzt ein paar Mäuler mehr, die wir stopfen müssen. Hier, nimm dieses Gold. Das wird hoffentlich dabei helfen. Denke, das reicht fürs Erste. Aber ich würde gerne noch viel mehr nehmen, also, ne? Die Magier werden uns unterstützen. Oh! Nun, das ist in der Tat eine große Verstärkung und eine Ehre für mich. Aha. Und ich dachte immer, du glaubst nicht an ihren Hokuspokus. Das habe ich so nicht gesagt. Es ist etwas anderes, wenn sie auf unserer Seite kämpfen. Mir flog schon der eine oder andere Feuerball um die Ohren. Wenn dir das Fell brennt, fragst du nicht mehr. Dann glaubst du es einfach. Gute Arbeit, weiter so. Nimm dieses Gold. Das hilft dir hoffentlich, die Crew der Magier-Galeone zu versorgen. Danke. Die Dämonenjäger von Kalador stehen auf unserer Seite. Dämonenjäger? Und du glaubst, die können uns helfen? Sie haben in ihrer Kultur ein umfassendes Wissen über die Titanenlords gesammelt. Kalador. Noch nie von ihnen gehört. Sie können sehr überzeugend sein. Und sie haben starke Krieger. Ja, ich bin nämlich einer davon. Wie ich sehe, hast du dich ihnen sogar angeschlossen. Gut. Wenn du sie für stark genug hältst, um unsere Sache voranzutreiben, dann sei es so. Hier hast du Gold für die Versorgung der Truppen auf der Dämonenjäger-Fregatte. Die alte Truppe aus Takarigua wird uns unterstützen. Aha. War das nicht die alte Crew von Kapitän Stahlbart? Teilweise. Und sie sind hochmotiviert, den Geisterschiffen den Gar auszumachen. Nun, dann hoffen wir, dass die Jungs noch nicht verweichlicht sind. Hier, das Gold zur Versorgung der Crew. Wir haben ein Schiff der Inquisition. Ha, das ist gut. Doch wer soll das Schiff führen? Haben wir denn genug Männer? Nein, das machen sie gefälligst selbst. Du hast einen Trupp Soldaten der Inquisition in unseren Hafen geführt? Bist du denn des Teufels? Entspann dich. Die Jungs sind auf unserer Seite. Mann, Mann, was sind das bloß für Zeiten? Oh, na schön. Hier hast du das Gold für die Versorgung der Crew. Ich hoffe für uns alle, dass ich das nicht bereuen muss. So, dann müssten wir ja eigentlich genug Schiffe haben. Ich frage ihn mal. Haben wir nicht langsam mal genug Schiffe im Hafen? Die Stadt quillt ja bald über. Eine stattliche Flotte hast du da. Soll mich der Teufel holen, wenn wir damit nicht etwas ausrichten können. Setzt eure Segel und stellt euch dem Kampf gegen Crow und seine Geisterschiffe. Dazu müsste ich erst wissen, wo ich Crow finden kann. Du hast schon schwierigere Dinge geschafft. Ich glaube an dich. Du bist nun der Anführer einer mächtigen Flotte. Du wirst sie in die Schlacht führen. In einen Kampf auf Leben und Tod. Viel Glück, mein Junge. Ja, was mit dir? Du wartest hier, oder was? Faule Sau. Da könnte ich mal mitkommen können.
Ja, gut, dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Irgendwie gefällt es mir trotzdem. Und ja, im Prinzip, ich habe jetzt auch mal in der Aufnahmepause, habe ich jetzt auch mal die ganzen Ruhmpunkte verteilt. Also ich kann das mal ganz kurz zeigen. Habe ich alles noch ein bisschen hochgetrieben. Nahkampf, Maximum, Härte. Ich habe dann auch gleichzeitig noch ja, ein paar Fähigkeiten noch gelernt für Nahkampf und Härte. Also mehr Schaden, mehr Lebenspunkte etc. Das habe ich alles gemacht. Auch nichts großartig verpasst, weil ich mehr oder weniger nur Punkte verteilen und rumrennen, die ganzen ja, Trainer besuchen und suchen überhaupt, denn ich wusste auch gar nicht, wo die überall sind. So, und dann gehen wir mal zurück zum Schiff. Da irgendwer irgendwas zu sagen. Du musst weiter durchhalten, hörst du? Schau, wir haben jetzt schon so viel geschafft. Vielleicht haben wir ja bald ein wenig Glück. Danke für deine Zuversicht. Vergiss nicht, ich bin an deiner Seite, egal was passiert. Je länger ich deine Taten beobachte, desto größer wird mein Respekt vor deinen Leistungen. Knapp dem Tode entronnen wirst du trotzdem nicht müde, weiterzukämpfen. Das zeugt von großem Kampfgeist und Mut. Ich bin stolz, mit dir in die Schlacht gegen die Schatten ziehen zu dürfen. Mir geht es genauso. Männer wie uns werden sie niemals besiegen. Ich bin auch stolz, mit mir in den Kampf ziehen zu dürfen. In die Dunkelheit drängen. So, der hat also offensichtlich nichts Gescheites zu sagen. Der auch nicht. Hey, du kannst es nicht lassen, oder? Was ist denn jetzt schon wieder? Deine schleimige Art wird einfach schlichtweg unerträglich. Ich sag dir was, wenn du auch weiterhin versuchst, hier den guten Mann zu spielen, dreh ich durch! Ja, der ist immer noch nicht begeistert. Das liegt aber auch daran, dass ich... Lucky, Lucky, Captain! Gold! Hatte Crew in der Tasche. Du hast meine Crew bestohlen? Nix stehlen. Ist so ein garstiges Wort. Hast du das gemeint, als du sagtest, du würdest eine Bereicherung sein? Homie, nix böse. Ich kann besorgen noch mehr Gold von anderen. Nix mehr Crew. Hoffentlich. Captain wird stolz auf Jaffa sein. Jip, jip. Ui. Ja, was ich gerade sagen wollte, der ist, der Mendoza ist nicht wirklich gut auf uns zu sprechen, da unsere Seele aktuell gerade 79 beträgt, freundlich, und ist ja eher so ein Kriegskram. Sollten wir irgendwann mal über 90 kommen, verabschiedet er sich, glaube ich, aus meiner Crew. Ich weiß es nicht genau. Ich war ja noch nie unten, das ist ja interessant. Komme ich denn da raus? Also, hier kann man offensichtlich alles Mögliche herstellen. Das kann ich nicht. So, wir haben jetzt aktuell noch eine Quest offen. Nach Kila. Und ich denke mal, wenn wir jetzt in See stechen, werden wir auf Crow und seine Geisterflotte treffen. Deswegen speichere ich mal kurz ab. Oder auch nicht. Tja, ehrlich gesagt habe ich noch keine Ahnung, aber wir schauen mal, was dann jetzt hier so bei der Quest rauskommt. Ich meine, letztendlich der wird schon auftauchen, wenn wir das nächste Mal irgendwann mit dem Schiff segeln. Und dann können wir jetzt direkt einmal hier hin teleportieren. Und dann müssten ja... Nee, die lagen schon hier. Dann müsste ja eigentlich alles jetzt vorbereitet sein. Charlie müsste da sein, Zaharias müsste da sein, Eldrick müsste da sein. Und Margolot müsste auch da sein. Ja, hier stehen sie ja schon alle rum. Sehr schön. So, wir sind fast soweit, mein Freund. Nun werden wir das Ritual beginnen. Bist du bereit? Nein, aber fang schon mal an. Ich habe eh keine andere Wahl. Das wird schon, mein Junge. Stell dich in die Mitte. Gleich ist es soweit. Oh Mann.
Wir haben ob das wohl überlegt ist. Zusammengefunden, um den Geist dieses bemitleidenswerten Geschöpfes. Jetzt mach schon. Gut, du hast schon zu lange gewartet. Lass uns mit der Zeremonie beginnen. Halt still, mein Freund. Necrui mortar delirum ignaro elagon. Wir rufen dich, Geist. Höre unseren Ruf. Ignaro elagon. Ignaro elagon. Endlich. Endlich ist es soweit. Nur ich glaube, das ist nicht das Ergebnis, was ich wollte. Auf diesen Moment. Nur durch deine Hilfe konnte ich nun die mächtigsten Zauberer auf einem Haufen erwischen. Na super, Mensch. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Wer zur Hölle bist du? Mein Name ist Nikolot. Ich bin der, der dich begleitet. Und das schon seit langer Zeit. Ich war da an dem Tag, an dem dein Leben entschwand. Ich werde da sein, wenn es sich wieder mit dir vereint. Verschwinde, du Idiot, genau. Verschwinde, du Idiot. Ich habe hier gerade etwas Wichtiges zu erledigen. Ja, richtig. Du hast mir hier einen großen Dienst erwiesen. Was redest du da? Du hast geschafft, was sonst keiner geschafft hätte. Du hast die größten drei Zauberer der Südsee an diesen Ort gebracht. Jetzt musste ich sie nur noch pflücken, wie eine reife Frucht. Beachtliche Leistung. Wenn man bedenkt, dass du eigentlich nur noch eine leere Hülle bist. Willst du mir damit sagen, dass hier war alles nur eine Finte? Alles ist so gekommen, wie ich es vorausgesehen habe. Aber das Ritual? Alles nur, um mich von meinen Fesseln zu befreien und um mich hierher zu bringen. Eldrickhardt? Ich habe die alten Schriften und den Ritualzauber manipuliert. Ich habe deinen Geist genommen und dich auf deine Mission geschickt. Ich habe einen Spitzel in deine Crew eingeschleust, der dich und die drei Zauberer hierher brachte. Mit ihrer Hilfe werdet ihr alle schon bald Zeugen meiner großen Manifestation sein. Dann werde ich mir holen, was mir gebührt. Damit wirst du nicht durchkommen. Das bin ich doch schon. Niemand wird mich mehr aufhalten. Ich kann ja mal gepflegt die Rübe vom Stamm hauen. Besser für dich, wenn du es möglichst schnell begreifst. Verlorener. Nein! Ja, das ist ja richtig klasse. Sollte Margolot nicht irgendwie ein Schutzschild zaubern oder sowas? Und ich hoffe nicht, dass Bones der Verräter ist. Das wäre echt uncool. Tja, irgendwie habe ich auch gar keine Quest mehr. Tja, Boss. Ist umgelaufen, aber hey, es hätte schlimmer kommen können. Ach ja? Immerhin lebst du noch. Bist du der Verräter in meiner Crew? Hast du diesem Dämon Nekrolot zugespielt? Nein, aber ich habe einen Verdacht, wer es war. Wer? Ich habe Horas des Öfteren nachts heimlich von Bord schleichen sehen. Er war manchmal stundenlang weg und kam danach ziemlich fertig wieder zurück. Außerdem habe ich in Erfahrung gebracht, dass er auf allen Inseln, die wir bereist haben, schon früher mal gewesen ist. Auch auf Kalador. Ich möchte wetten, Horas hat den Zauber Necroimortar dort platziert, wo du ihn gefunden hast.
Gut, dann weiß ich ja, was jetzt zu tun ist. Wenn du Horas erwischen willst, musst du dich beeilen. Er ist nicht mehr an Bord des Schiffes? Nach der Ritualgeschichte? Das glaubst du doch nicht wirklich. Ich möchte wetten, dass er schon wieder auf dem Weg nach Taranis ist. Wie kommst du darauf? Ich habe ein Gespräch an Deck belauscht, wo er über den Reaktor der Magier sprach. Er hat irgendwas damit vor. Und was? Ich fürchte, er will ihn sabotieren oder anzapfen oder... Was weiß ich, ich bin kein Experte. Wir sollten uns einfach beeilen und General Magnus warnen. Eine Sache wäre dann noch... Was denn? Bevor wir zu Magnus gehen, solltest du noch einmal mit Drake reden. Ich habe gehört, wie die Dämonenjäger über dich sprechen. Ich glaube, dass sie dich als bereit erachten, um zu einem echten, dunklen Krieger aufzusteigen. Wer oder was zur Hölle ist dieser Nekrolot? Ein Dämon aus dem Schattenreich, vielleicht sogar ein Titanenlord. Wenn er die ganze Sache hier geplant hat, ist er äußerst gefährlich. Er hat meinen Geist. Nicht nur den, er hat das ganze verdammte Schattenreich auf die Menschheit gehetzt. Der Geist von Captain Crow steht mit Sicherheit ebenfalls unter seiner Fuchtel. Was können wir tun? Die einzige Spur, die wir zu Nekrolot haben, ist Horas. Wir müssen diesen miesen Verräter erwischen und ausquetschen. Dann wissen wir mehr. Ja, Mensch. Klar. Ist ja nicht so geil. So, dann schleunigst zum Schiff zurück. Mal gucken. Horas wird ja wohl nicht mehr hier sein. Ja. War klar. Ich würde sagen, ich segel mal ganz kurz nach Kalador. Wo sind meine anderen Schiffe eigentlich? Folgen die mir gar nicht? Naja. Ich wollte auf alle Fälle mal mit Drake sprechen. Wie sieht's mit deiner Beförderung aus? Ich denke, du hast recht. Es ist Zeit, dich in den höchsten Rang zu befördern. Wir können jede kämpfende Hand gebrauchen nach allem, was in letzter Zeit passiert ist. Du hast es dir verdient, ein wahrer dunkler Krieger zu werden. Sprich mit Wilson. Er soll dir eine neue Rüstung geben. Ohne sie ist die Beförderung nicht komplett. Mensch, ich habe ja letztens erst bei Wilson eine Rüstung abgeholt. Das ist nicht mal, weiß ich nicht, ein Tag her oder so. Ich soll mir eine neue Rüstung abholen. Also bist du jetzt ein wahrer dunkler Krieger. Respekt! Als Außenseiter zum dunklen Krieger befördert zu werden, verlangt einiges an Können. Gratuliere, du hast es dir verdient. Oh, cool. Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit! Ach komm, das können wir vergessen. Ich brauche mir nichts verkaufen. Oh, die Rüstung sieht ja richtig cool aus. Ja, ist natürlich auch extrem geil, wenn man hier in der Südsee mit so einem fellbesetzten Stückchen Rüstung rumrennt. Das ist natürlich auch bestimmt gar nicht warm, ne? Also, um Gottes Willen, nur einmal zum Schiff zurück. Wir haben es eilig. Beziehungsweise, ich mache erstmal eine ganz kleine Pause und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder anschaltet. Dann werden wir schauen, ob wir Crow irgendwie finden und ja, Nekrolot aufspüren können. Beziehungsweise erstmal Horas. Und es wird mit Sicherheit ziemlich spannend werden. Ja, alles klar. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.